Kann man sich eigentlich als freiberuflicher Musiker, der über die Künstlersozialkasse versichert ist, auch krank schreiben lassen? Und wenn ja, worauf muss man sich da so einstellen? Darum geht es in diesem Video. Als freiberuflicher Musiker sich krank schreiben lassen zu können, war für mich jahrzehntelang völlig undenkbar. Kann doch gar nicht gehen. Wie soll das funktionieren? Ich bin unter Umständen zu Auftritten gegangen. Wenn ich da heute drüber nachdenke, mit Gichtanfällen auf Krücken, äh, mit Fieber, Erkältung, allen drum und dran, also so richtig direkt von der Bühne ab ins Klo und über die Schüssel. <laughs> Bronchitis, 14, also 10 Gigs in 14 Tagen. Ist allerdings für Musiker normal. Da geht man zu Auftritten äh, und macht sich da keine Gedanken drüber. Auch Ohrprobleme, vor allem Ohrprobleme, da reden auch viele nicht so drüber, weil sie schlicht und ergreifend Angst haben, dass sie hinterher nicht mehr angerufen werden. Das war mir vorher gar nicht so klar. Ich wusste, bevor ich selber meinen Tinnitus bekommen habe, gar nicht, wie viele in meinem Umfeld auch einen Tinnitus haben. Zum Teil seit den 90er Jahren, also seit bald 30 Jahren oder so. Kein Mensch redet darüber. Erst als ich angefangen habe, damit offen umzugehen, das war für mich ja von vornherein klar, dass ich, da, ich habe da nie hinterm Berg gehalten. Damit kamen Leute also aus meinem Berufsumfeld auf mich zu und meinten: Alter, wie geht's dir? Du, ich habe auch schon seit 1995 so ein Ding. Ziemlich laut. Bei mir war es ja dann so, dass ich auch die erste Zeit, nachdem mein Tinnitus kam, auch echt noch Musik gemacht habe. Aber das lag auch daran, dass ja die ersten Ärzte, bei denen ich war, überhaupt nichts damit anfangen konnten. Also da gab es ja überhaupt keine Infos in der Richtung. Ähm, Moment mal, äh, Lautstärke. Das war der vierte HNO-Arzt, bei dem ich war. Der hat dann gesagt, äh, Herr Kolb, das ist eine Überlastung des Innenohrs. Sie müssen in die Ruhe gehen. Das Innenohr muss ja auch die Gelegenheit bekommen, sich erholen zu können. Er hat dann als Beispiel auch gebracht, wenn Sie einen verstauchten Knöchel haben, dann äh, legen Sie das Bein ja auch hoch, verbinden das, und, äh, damit es zur Ruhe kommt und laufen keinen Marathon. Daraufhin habe ich dann aufgehört, live Musik zu machen. Also habe alle Gigs, die ich so für die nächsten, ich glaube, zwei, drei Monate waren das damals, ähm, noch auf dem Zettel hatte, abgesagt. Aber Krankschreiben war für mich immer noch nicht auf der Agenda. Ich war der festen Überzeugung: Eine Krankmeldung bringt mir überhaupt nichts. Die kann ich mir zu Hause an die Pinnwand hängen. Mein Hausarzt hatte mich damals eigentlich relativ frühzeitig gefragt, ob ich eine Krankmeldung brauche. Ich bin dann völlig beiläufig darauf gestoßen. Ich weiß nicht, ob im Internet oder in, in einer Zeitschrift, dass man sich auch als freiberuflicher Musiker, der über die Künstlersozialkasse versichert ist, Krankschreiben lassen kann. Daraufhin habe ich mich dann mit Mitte 50 das erste Mal in meinem Leben krankschreiben lassen. Stellt sich die Frage, wie sich das Krankengeld dann berechnet. Das hängt davon ab, mit welcher Summe man sich bei der KSK veranlagt hat. Das ist ja, funktioniert ja so, dass man sich im Vorfeld, also im Voraus für das kommende Jahr veranschlagt, was man voraussichtlich verdienen wird. Danach berechnen sich ja dann die ganzen Beiträge für Krankenversicherung, für Rentenversicherung und Pflegeversicherung. Und das ist auch die Grundlage fürs Krankengeld. Einfache Rechnung: 12.000 Euro. Man veranlagt sich mit 12.000 Euro Verdienst fürs Jahr. Das ist dann im Monat 1.000 Euro. 70 Prozent davon sind 700 Euro. Das heißt, man hat dann Anspruch auf 700 Euro Krankengeld im Monat. Bei mir war das ein bisschen kuddelmuddel, also da gab es dann verschiedenste Berechnungen, also, aber ich glaube, es kommt hin. Theoretisch hat man dann 72 Wochen Anspruch auf Krankengeld. Dann passiert irgendwas anderes, wenn die 72 Wochen vorbei sind. Da, so weit bin ich nicht gekommen, deswegen kann ich dazu gar nichts sagen, aber vom Prozedere ist es wohl ziemlich identisch, wie wenn man als Angestellter krank geschrieben wird. Man kommt dann aber in die bürokratischen Mechanismen. Und das ist sehr speziell, zumindest so, wie ich es erlebt habe. Stichwort: Krankenkasse, medizinischer Dienst. Ich habe noch ein paar Wochen Krankschreibung, einen Brief gekriegt. Ende ihrer Arbeitsunfähigkeit. Es ist ja hier zum Beispiel zweimal vom behandelnden Arzt äh, die Rede. Das erste Mal ist es mein damals behandelnder HNO-Arzt und beim zweiten Mal ist es dann mein Hausarzt. Die Absprache, die hier erwähnt wird, hat nie stattgefunden. Was stattgefunden hat, war, dass der medizinische Dienst auf den HNO-Arzt zugegangen ist und mal nachgefragt hat und der HNO-Arzt daraufhin eine Hörkurve von einem Hörtest übermittelt hat. Das war's aber. Der zweite behandelnde Arzt, der hier erwähnt wird, ist mein Hausarzt. Sein Originalton, das hat nichts mit Ihnen zu tun, Herr Kolb. Die wollen nur nicht zahlen. Bemerkenswert dabei ist auch, da ist ja ein Datum aufgeführt, wann ich wieder arbeitsfähig bin. Das war in dem Moment der 10.6.. 10 da hat meine aktuelle Krankschreibung vom Hausarzt noch, ich glaube, 10 Tage Gültigkeit gehabt. Da meinte mein Hausarzt auch, das hätte er noch nie erlebt, dass eine bestehende Krankschreibung außer Kraft gesetzt wird durch den medizinischen Dienst. Ich habe dann eine Stellungnahme von meinem HNO-Arzt bekommen, der auch ähm, sehr irritiert war. Vor <laughs> allem muss man Gelinde sagen über äh, diese Gesundschreibung und habe dann einen Widerspruch eingelegt, habe das persönlich abgegeben. Daraufhin habe ich einen Brief bekommen mit einem Formular für eine Arbeitsplatzbeschreibung. Ich zeige euch den jetzt mal hier so Ausschnittweise, weil auf einmal wäre er ein bisschen groß. Man kann sehen, dass dass Fragen sind zum Arbeitsplatz, der mit äh, einer freiberuflichen Musikertätigkeit ziemlich wenig zu tun hat. Also ich empfand das als einen Arbeitsplatz, der, den Man vielleicht in der Fabrik vorfindet oder keine Ahnung, auf jeden Fall nicht als freiberuflicher Musiker. Daraufhin hat mein Hausarzt gesagt: äh, Herr Kolb, das ist völlig normal. Sie sind einfach ein Fall mit einer Fallnummer. Äh, es ist in dem System nicht vorgesehen, sich mehr als notwendig in so einen Fall einzuarbeiten. Naja, das war echt ein ziemlicher Psychostress, weil zu dem Zeitpunkt hat es halt bei mir noch richtig gekocht im Kopf. Also heute kann ich da ein bisschen drüber schmunzeln. Als es aktuell war, war das ziemlicher Psychostress. So, was ist jetzt das Fazit? Man kann sich als Freiberufler, der über die KSK versichert ist, krankschreiben lassen. Allerdings, ganz wichtig dabei ist, das Krankengeld fließt erst ab der siebten Woche nach Beginn der Krankschreibung. Das ist auch wie bei einem normalen äh, Arbeitnehmer, sage ich mal, wo ja die ersten sechs Wochen der Arbeitgeber Bezahlt, das fällt beim Freiberuf dann natürlich weg. Das heißt, die sechs Wochen verdienst du dann natürlich nichts, weil du ja auch nicht mehr Musik machen darfst, weil du ja krankgeschrieben bist. Aber ab der siebten Woche läuft dann theoretisch das Krankengeld für 72 Wochen. Man muss sich halt auf die eine oder andere bürokratische Hürde einstellen. Wie sind denn eure Erfahrungen zu dem ganzen Thema? Über Kommentare darüber würde ich mich wirklich freuen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, drückt den Abonnier-Button, dann bleibt ihr auf dem Laufenden. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute und viel Erfolg beim Überwinden von bürokratischen Hürden.